Carissimi amici della pace, della libertà, dell'indipendenza, chers amis de la paix, de la liberté, de l'indépendance, liebe Freundinnen, liebe Freunde von Frieden, von Gerechtigkeit, von Unabhängigkeit, von Freiheit und von Respekt allem Leben gegenüber. Herzlichen Dank für die Einladung an dieses Fest, wo wir das Leben feiern. Ich habe erfahren, dass wir nicht spazieren können, und ich finde es eine Schande in einem demokratischen Staat, dass es nicht möglich ist, wegen 30 Nasen, die sich schwarz kleiden, die einen Mundschutz anlegen und die Polizei uns nicht schützen will. Im Dezember 2021 an Weihnachten ist ein Mensch nach zu reich und wollte ins Großmünster. Da sagt der Mann am Eingang: Leider kommen Sie nur hier herein mit Zertifikat. Da sagte dieser Mensch: Ich bin mir sicher, dass auch Jesus von Nazareth hier nicht reinkommen würde. Machen wir uns bewusst, was die Kirchen für eine Verfassung haben. Die Kirchen haben eine Verfassung. Und diese Verfassung sagt: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Wie ist es möglich, dass der Kriegsnobelpreisträger ins Hallenstadion gehen kann, von unseren Steuergeldern beschützt wird und niemand von den Kirchen, niemand von den Friedensorganisationen, ich hab sie angeschrieben, eine hat sich zurückgemeldet, sie haben gesagt, ja, wir können da nichts machen. Von den anderen habe ich nichts gehört. Von den sozialen Organisationen. Niemand, die sich für Ethik und für Gerechtigkeit einsetzen, sind dorthin gekommen. Guantanamo, was versprochen wurde, ist nach wie vor am Foltern von Menschen. Und dieser Kriegsnobelpreisträger wird mit Applaus in der Schweiz empfangen, im neutralen Land, in Anführungszeichen. Wir müssen schauen, was sagen die verschiedenen Organisationen und was tun sie. Ich gebe ein Beispiel. Der WWF hat mal 1971 gesagt, wir wollen einen 44-Punkte-Plan, um die Natur, um die Erde kommenden Generationen in Würde übergeben zu können. Was ist aus dem WWF geworden? Ein CO2-Marketing-Bankensystem. Was ist aus Greenpeace geworden? Die ehemalige Greenpeace-Chefin von der Welt Greenpeace ist Beraterin von der Außenministerin in Deutschland, die nämlich Herrn Putin gesagt hat, er solle sich 360 Grad wenden, dass dann der Krieg aufhört. Das hat er gemacht und der Krieg geht trotzdem weiter. Das geht gar nicht. Was machen die NGOs? NGO heißt non-governmental. Was kriegen die? Die kriegen Staatshilfe. Das ist dann eben keine NGO mehr. Und auch in unserer Bewegung, ich war ja in einer Organisation, die hat sich mit der Verfassung auseinandergesetzt. Und in der Verfassung steht im Artikel 36, dass die Grundrechte immer gelten. Das steht da in diesem roten Büchlein. Und es gibt einen Menschen, der heißt Jiddu Krishnamurti, der hat gesagt, sobald eine gute Idee institutionalisiert wird, wird sie korrupt. Und da müssen wir auch bei uns genau aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. Es passiert immer wieder, aber wenn wir achtsam sind und aufmerksam, dann können wir schauen, dass uns das nicht auch passiert. Und vielleicht muss man es eben so machen, wie... Kannst du das mal lösen, dass ich da mich freier kann bewegen? Dass wir es so machen können, wie Hans H. Pestalozzi, der hat ein Buch geschrieben,
auf die Bäume, ihr Affen. Und der wurde von einem Journalist mal gefragt, ja, aber wir müssen einfach nur ein anderes System haben, dann ist doch alles gut. Sein Vorschlag war, wir brauchen die Systemlosigkeit. Ich finde, über diesen Gedanken müssen wir uns mal auseinandersetzen. Und wenn wir schon bei den Medien sind, da gibt es auch klare Auflagen. Das ist meine Empfehlung. So. Also. Tito Krishnamurti hat klar gesagt, und es gibt eben noch andere Künstler, die haben den Vorschlag gemacht, dass man wachsam sein soll. Reinhard May. Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denke mir, jeden Schritt zum verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ein Schritt zurück. Wie das Volk zu Besonnenheit und Opfern wird erwarnt. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Und jetzt kommt's. Und der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Das läuft schon seit Jahrhunderten und wir haben uns das gefallen lassen. Das muss jetzt ein Ende haben. Ich habe eine Gretchenfrage. Die Greta hat ja einen Ehrendoktortitel von der Universität Helsinki. Von welcher Fakultät? Von welcher Fakultät? Theologie. Das sagt alles. Zweite Gretchenfrage. Das Pariser Abkommen. Da sind folgende drei Sachen ausgeklammert. Erstens die Fliegerei. Zweitens die Hochseeschifffahrt. Und drittens der Krieg. Da geht es nicht ums Klima, da geht es um ganz etwas anderes. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wenn ich an die UNO denke, das sollte eine Friedensorganisation sein. Aber wo ist der Guterres? Der ist jedes Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit dabei. Das ist eine Kriegskonferenz. Und er ist vorher beim World Economic Forum. Und das WEF hat zwar ein Leitbild, das heißt Committed to Improving the State of the World. Aber wenn man das umkehrt, das WEF, dann heißt es eben Committed to Improving the State of the Few. Das läuft hier ab. Und die UNO ist gekappert worden vom WEF. Und das dürfen wir einfach immer im Bewusstsein haben, wenn wir erfahren, was das WEF macht. Es gibt einen Spruch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Habt ihr schon mal gehört? Ich will es ein bisschen ausweiten. Wer hat uns verraten? Pseudodemokraten. Wer hat uns betrogen? WEF-Ideologen. Wer hat so viel Pinke-Pinke? Wer hat so viel Geld? Die zerstören Natur, Mensch und Welt. Ich habe hier eine Fahne mitgenommen von der Konzernverantwortungsinitiative. Ich war da auch dabei und die Mehrheit der Bevölkerung hat Ja gesagt zur Konzernverantwortungsinitiative. Diese Konzernverantwortungsinitiative hat die Pharmaindustrie ausgeklammert. Da müssen wir wachsam sein und sagen, Moment, da braucht es jetzt wieder Gutmachung. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen Turm in Basel, die Antifa, die sitzt jetzt da hinten irgendwo. Die sagt, Basel ist nazifrei. Basel bleibt nazifrei und haben aber den Naziturm nebendran. Es ist ein weißer Elefant. Wir müssen das verstehen und die Schweiz hat eine große, große Verantwortung hier
Ordnung zu machen. Das heißt, wir müssen raus aus der WHO. Das ist der erste Schritt. Wir dürfen nicht mehr tolerieren, dass Reichtumsextremisten uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und das ist im Moment die Agenda. Ich möchte ein Beispiel machen, ganz konkret und praktisch. Ich kann schnell das Mikrofon halten. Jede Medizin, die wir im Moment erhalten von den sogenannten Mainstream, die schreiben ihre Sachen zum Beispiel folgendesmaßen an. Die haben solche Verpackungen, da ist irgendetwas drin, zum Beispiel eine Heizung mit Elektrobetrieb oder so ein grünes Ding, das uns retten soll. Und da steht zum Beispiel Smart drauf. Oder es steht Modern drauf. Modern kann man auch anders erwähnen. Modern. Und alles, was uns vorgeschrieben wird, ist eben Tina-mäßig. There is no alternative. Es gibt nur die Spritze. Andere Mittel wurden verboten oder schlecht gemacht. Immer wenn es so ist, müssen wir genau aufwachen. Und dann haben alle die Mittel, die wir empfohlen oder sogar aufgedrängt erhalten von den sogenannten Regierenden, die haben Effekte bzw. Nebeneffekte. Vor allem langfristig. Die haben unglaublich viel Effekt. Extrem große Nebeneffekte. Zum Beispiel bei dieser sogenannten Pandemie hat sich der Hunger verdoppelt, hat sich die Armut verdoppelt. Gibt es eine Übersterblichkeit, Frau Rickli, hier im Kanton Zürich? Nicht wegen dem Schneeschaufeln. Nein, es gibt andere Gründe. Es gibt Nebenwirkungen. Und dieses kapitalistische System, das wir haben, das verlangt von uns, dass wir alle 80 Jahre Krieg führen, sonst kollabiert dieses System. Das heißt, wir müssen anfangen, das Ganze wegen den Negativwirkungen, wegen diesen wahnsinnigen Kollateralschäden, die Schulden, die ansteigen, wer erbt denn die Schulden? Unsere Kindeskinder. Die Frage ist, lieben wir eigentlich unsere Kindeskinder? Versteht ihr? Ich höre jetzt da auf, weil es hätte noch ein bisschen. Nur zum Verstehen, um was es hier geht. Was müssen wir machen? Wir müssen dieses System auf den Kopf stellen. Der Souverän muss wieder oben sein. Man kann es immer noch so lassen, aber der Souverän muss geerdet sein. Wir müssen in den Wald uns erden mit der Natur. Und wir müssen Widerstand leisten gegen alles, was ungerecht ist. Alles, was Gewalt ist. Und gute Politik ist messbar. Gute Politik führt dazu, dass die Polizei nichts mehr zu tun hat, dass die Spitäler leer sind, dass die Bevölkerung gesund ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird. Das ist gute Politik. Und das erreichen wir durch innere spirituelle Lösungsansätze. Wenn wir spirituell unterwegs sind, ist das auch messbar. Wenn wir geduldiger werden, besser zuhören können, wenn wir ethischer werden, empathievoller, dann haben wir die richtige Spiritualität. Und ich sage euch jetzt nicht, welche ihr haben müsst. Das müsst ihr selber herausfinden. Wenn ihr merkt, dass ihr empathischer werdet, dann ist es der richtige Weg. Abschließen möchte ich mit Hannah Arendt. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Niemand. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Alec. Also, ist schon ein bisschen gefährlich, was du sagst. Er redet von Revolten, aber er meint das ganz friedlich, so wie ich ihn kenne. Aber es ist schon so, wir müssen das System kehren. Und dass vor allem auch die jetzt irgendwie oben durch noch nie, ich höre das natürlich im Land draussen noch viel, gestern auch gerade gehört, die sollten mal selber etwas müssen schaffen, da kommen jetzt vielleicht auch wieder zu Sinnen, als einfach nur ein Studium machen und dann nachher in die Politik gehen und dann entscheiden, was wir zu tun haben. Gut, jetzt kommt der nächste.